Hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Andreas Reinke, Familienakademie. Ich möchte dich gerne einladen, jetzt unterhalb des Videos, falls noch nicht geschehen, diesen Button zu betätigen, um meinen Kanal zu abonnieren. Und da bekommst du auch mit Hilfe der Glocke zukünftig immer ein Signal, wenn ich einen neuen Beitrag veröffentlicht habe. In diesem Beitrag möchte ich etwas darüber sagen, wie wir als Eltern das Selbstwertgefühl unserer Kinder stärken können. Und da ist vielleicht das Allerwichtigste, bevor es richtig losgeht, zunächst einmal sich klarzumachen, dass wir es nicht machen können. Aber wir können etwas anbahnen und darum soll es gehen. Kinder nehmen ihren Körper am Anfang ihres Lebens ja sehr genau wahr, ja. Sie sind unglaublich kompetent darin, zu empfinden, zu fühlen, Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu kommunizieren. Und in den ersten ein, zwei Jahren schauen und spüren die meisten Eltern noch sehr genau hin, um die Botschaften ihrer Kinder bedürfnisorientiert zu deuten. Und wenn dann ihr Kind im Alter von vielleicht 6 Monaten den Kopf vom Löffel abwendet, gehen Eltern eben nicht davon aus, dass es da ein zu behebendes Verhaltensproblem gibt. Nein, sie sehen ihr Kind an und stellen fest, ah, okay, anscheinend bist du satt. Nach 2, 3 Jahren allerdings verlassen doch viele Eltern diesen Pfad der empathischen Begleitung, um da einen Weg einzuschlagen, der normal ist, ja, der gepflastert ist mit Idealbildern, mit so Erwartungshaltungen, Moralvorstellungen, Normen und nicht zuletzt Erziehungskonzepten. Eine Elternansprache macht sich breit, die aufgrund ihres völlig normalen Anstriches so unauffällig daherkommt. Allerdings wirkt wie so eine Art schleichendes Gift, das im Laufe der Zeit tief eindringt in die Würde der kleinen Menschen. Du musst doch jetzt keine Angst haben. Reiß dich am Riemen. Raus, du darfst erst wieder zu uns kommen, wenn du lieb bist. Also, das ist doch kein Grund, um traurig zu sein. Selbst schuld. Fräulein, nun hab dich nicht so. Nun möchte man vielleicht nachfragen, was daran denn so schlimm ist. Beispiel, nach einem anstrengenden Tag kommt Paul nach Hause. Und zum Abendessen erzählt er, oh, das war heute ein richtig mieser Tag. Ich habe so eine Angst vor morgen. Was ist, wenn ich die Aufgaben wieder nicht schaffe? Lange muss Paul nicht auf die Antwort warten. Du Paul, mir fällt schon seit einiger Zeit auf, dass es dir doch an der richtigen Einstellung fehlt. Du musst dich einfach mal besser konzentrieren. Und hör bitte doch endlich auf, ständig dieses Theater zu spielen. Das Leben ist nun mal kein Ponyhof und man kann sich seine Angst auch echt einbilden. Müssen wir, um der Frage nachzugehen, wie es Paul mit dieser Antwort möglicherweise ergeht, beziehungsweise gehen könnte, müssen wir wissen, wer Paul ist und wer die Antwort gegeben hat. Vielleicht ist Paul ein Drittklässler, der sich am Ende eines Tages seiner Mutter anvertraut. Ja, aber denkbar wäre allerdings auch, dass Paul 46 Jahre alt ist. Ja, und der Ehefrau von seiner Arbeit berichtet. Der springende Punkt ist, solche Kommentare, wie eben von mir angeboten, die tun weh. Egal, ob der Empfänger der Botschaft nun 9 oder 46 Jahre alt ist. Wer in einer Umgebung aufgewachsen ist, in der Überleben nur möglich war, unter dieser Voraussetzung der selbstunterdrückenden Anpassung, wird im Laufe seines Lebens über Symptome und Krisen an Wendepunkte herangeführt werden. Meinen wir wirklich, dass heute deswegen so viele erwachsene Menschen zur Therapie rennen, weil sie in ihrer Kindheit und Jugend zu wenig erzogen wurden? Nach meiner Überzeugung leiden die meisten
therapiebedürftigen Menschen unter ein durch Erziehung geschwächtes Selbstwertgefühl. Sie können sich nicht annehmen, sind getrieben von dieser Angst, nicht zu genügen, nicht richtig zu sein, und sie drohen von unerledigten biografischen Angelegenheiten geradezu erledigt zu werden. Wenn junge Menschen über ihr Verhalten stören, weisen sie immer darauf hin, immer, dass sie in ihrem Selbstsein gestört werden bzw. wurden. Kinder und Jugendliche brauchen, wie alle Menschen übrigens, das Gefühl, gefühlt und gesehen zu werden, ohne irgendwelche Bedingungen erfüllen zu müssen. Wer also im Zusammenleben mit strafenden, verurteilenden und begrenzenden Autoritäten von seinen Gefühlen, von seinen wesensgemäßen Gefühlen getrennt wurde, der droht im Laufe der Zeit von seinen Gefühlen in Beschlag genommen zu werden. Wir besitzen dann nicht nur unsere Gefühle, sie besitzen uns. Und immer dann, wenn wir auf Menschen treffen, die uns auf dem unteren Pfad an unsere unterdrückten Gefühle erinnern, werden wir erinnert, ohne dass wir uns explizit erinnern. Ich glaube, dass wir sowohl als Eltern als auch als Pädagogen gut daran tun, empathisch und anerkennend nach innen zu gehen, um uns mit denjenigen Gefühlen auszusöhnen, die in unserer Kindheit sozusagen in die Abstellkammer des Seins gesteckt wurden. Solange wir uns nicht erlauben, das zu fühlen, was gefühlt werden will, werden uns traurige, ängstliche oder auch wütende Kinder an den eigenen unterdrückten Schmerz erinnern. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, mal in meiner Familienakademie vorbeizuschauen, dir ein Bild zu machen. Und vielleicht stellst du fest, wie auch viele andere Eltern auch, dass es so gut tun kann, mit anderen Eltern und mit mir jede Woche in einem Live-Gespräch über all diese Fragen, über all diese Anliegen in den Dialog zu gehen, die uns als Eltern heute beschäftigen. Ja, wenn wir als Eltern den Wunsch haben, diesen wunderbaren Wunsch, unsere Kinder zu stärken in ihrem Selbstwertgefühl, dann bringt es nach meiner Erfahrung überhaupt nichts, jetzt irgendeinen Plan abzuarbeiten. Um Gottes Willen, wir sprechen hier über das Leben. Ja. Dann kann es so helfen, wirklich mit anderen Menschen, mit empathischen Menschen ins Gespräch zu kommen, sich sehen zu lassen im besten Sinne. Ja, und immer wieder in den eigenen Alltag zu schauen, Mensch, was kann ich tun, was läuft gut und was kann ich vielleicht verändern. Also, schau vorbei, ich würde mich freuen, um dann mit dir in den gleichwürdigen Dialog zu treten. Dir alles Gute. Tschüss.